Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger und es ist an der Zeit für ein Erklärvideo. Ich bin sogar zugegeben ein kleines bisschen genervt, weil ich in letzter Zeit relativ viele, ich will mal sagen, zwar noch wertschätzende, aber trotzdem unfreundliche Nachrichten bekommen habe, vor allem über die sozialen Netzwerke, so nach dem Motto, ja, Sie als Anwalt, Sie müssen doch jetzt endlich mal was tun. Sind Sie feige? Sie reden ja nur. Warum verklagen Sie nicht die Bundesregierung? Und also ich verstehe natürlich den Frust, ja, ich verstehe absolut den Frust weiter Teile der Bevölkerung über die derzeitige Situation und ich teile diesen Frust ja auch. Und ich bin ja einer der wenigen Anwälte, die versuchen zu erklären, wie etwas funktionieren kann und was rechtswidrig ist und was nicht rechtswidrig ist. Was mich aber wirklich ein bisschen nervt, ist so dieser Vorwurf, ja, Sie machen doch gar nichts, Sie labern ja immer nur. Ich will das aber an dieser Stelle jetzt mal erklären, wie das in unserem System funktioniert. Es ist nicht so einfach, man kann nicht einfach die Bundesregierung verklagen, weil das Grundgesetz den Rahmen vorgibt für unser rechtsstaatliches System und für die rechtsstaatliche Ordnung. Das kann man nun mögen oder nicht, aber es ist nun mal so. Und ich persönlich werde in der jetzigen Situation nicht an dem Grundgesetz rütteln. Das ist ja die Basis unserer Arbeit. Das mögen andere anders sehen, aber ich persönlich meine, das geht nicht. Das Grundgesetz ist eben die Basis dessen, was wir hier tun. Und wir haben den Rechtsstaat zu verteidigen und der Rechtsstaat regelt, wie wir gegen Verordnungen vorgehen. Ich zeige ja auch deutlich auf, wie ich glaube, dass die Regierungen die Rechtsstaatlichkeit in einzelnen Fällen aushöhlen und umgehen durch Auslagerung auf private Unternehmen und so weiter. Aber dort muss bei Wahlen entschieden werden oder durch Druck der Straße oder wie auch immer. Das können Juristen nicht. Nur nochmal zu dem Thema, warum verklagen Sie denn die Bundesregierung nicht? Also zunächst mal ist es so, man kann die Bundesregierung nicht so einfach verklagen. Man muss bei uns betroffen sein von irgendeiner Geschichte, beispielsweise von einem Verwaltungsakt oder einer Allgemeinverfügung. Also diese Idee, ihr Anwälte schließt euch doch mal zusammen und klagt gegen das Infektionsschutzgesetz, das geht nicht. Ich brauche einen betroffenen Mandanten. Der Mandant muss betroffen sein von einem konkreten Verwaltungsakt. So ist das nun mal geregelt. Wir haben keine Befugnis, dass ein Bürger direkt das Verfassungsgericht anruft in solchen Fällen, sondern er muss zunächst den ordentlichen Rechtsweg ausschöpfen. Das heißt, wenn ich also betroffen bin von einer Schließungsverfügung oder von einer Ordnungswidrigkeit, also ein Bußgeld zum Beispiel wegen Verletzung der Maskenpflicht oder sowas, kann ich dagegen vorgehen. Im Rahmen dieses Verfahrens kann ich als Anwalt die Rechtmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorschriften, auch der Rechtsverordnungen der Länder, auch des Infektionsschutzgesetzes prüfen lassen, wenn der Rechtsweg das hergibt. Wenn dieser Rechtsweg erschöpft ist, steht mir unter Umständen das Recht auf eine Verfassungsbeschwerde zu. Dieser Weg ist aber langwierig, er ist teuer und er setzt tatsächlich die persönliche Beschwer eines Mandanten voraus. Das hört sich zwar blöd an und nervig, ist aber so. Denn ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich bin allgemein unzufrieden mit der Situation, ich will jetzt mal klagen. Deswegen können wir es als Anwälte auch nicht. Sie können uns als Anwälte natürlich beauftragen mit einem konkreten Fall. Bei mir ist es natürlich Strafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht und so weiter. Es gibt genug Kollegen, die Verwaltungsrecht oder Ähnliches auch können. Aber das müssen sie dann halt auch bezahlen. Und das ist so ein bisschen halt immer das Problem. Es ist ja unser Job, den wir hier tun. Ja, wir Anwälte, gerade Anwälte für Aufklärung, Klagepartner und so weiter, wir machen ja schon sehr, sehr viel ehrenamtlich und kostenlos. Aber am Ende muss der Kläger, der gegen die Verordnungen oder gegen die, in dem Fall, die direkt betreffenden Verwaltungsakte vorgeht, die Kosten tragen. Und die sind teilweise nicht unerheblich. Und da liegt halt oftmals dann das Problem, dass das Risiko eines solchen Verfahrens keiner tragen will. Also das ist der Grund, warum so in Anführungsstrichen wir Anwälte nicht endlich mal was machen. Es ist unser Job, Mandanten zu vertreten und wir vertreten Mandanten, die das wollen und die das können und die betroffen sind. Und ich persönlich vertrete sie auch nur dann, wenn es in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist und Erfolgsaussichten gibt, es sei denn, ich bin Pflichtverteidiger. Also, ich musste mir da mal bitte Luft machen. Ihr könnt das gerne kommentieren und wir können gerne darüber diskutieren, welche Möglichkeiten es gibt. Aber es ist eben nicht so einfach zu sagen, ihr Juristen, ihr Anwälte, ihr seid doch schlau, ihr müsst doch jetzt mal was machen. Nee. Wir können nur beraten, wir können Prozesse führen, wir können Klagen führen, aber wir sind nicht diejenigen, die es in irgendeiner Art und Weise in der Hand haben. In der Hand hat es, zumindest nach dem Grundgesetz, in unserem Rechtssystem am Ende nur der Wähler. Da muss ich mir Gedanken machen, wie die Wahl in diesem Jahr abläuft, ob die manipulierbar sein wird, ob diese Wahl fair ist, ob sie gerecht ist, wer dort kandidiert und wem ich vor allem am Ende meine Stimme gebe. Dort liegt die Verantwortung und nicht bei den Anwälten und leider oder Gott sei Dank auch nicht ausschließlich bei den Gerichten, weil Politik wird von Politikern gemacht und nicht von Richtern. Kann ich sagen, bei meinen Erfahrungen mit den meisten Richtern, die ich kenne, hätten wir alle keinen Spaß, wenn die Richter für alles verantwortlich wären. Viele von denen haben nämlich sehr, sehr wenig Humor und manche von denen haben auch relativ wenig Lebensklugheit. Also, nicht so viel Wut und ein bisschen Lächeln. Es wird Frühling und wir werden auch diese Krise hoffentlich gemeinsam überstehen.